Dunkle Grüße und willkommen zurück zu Temtem und Kampf. Ja, was gibt's groß zu sagen? Ich habe natürlich, habe natürlich jetzt nicht irgendwie offscreen gespielt. Ich meine nicht, dass es normalerweise der Fall wäre, aber hier ja gar nicht möglich gewesen aufgrund der ganzen Einschränkung gerade. Selbst wenn ich gekonnt hätte oder gewollt hätte. Und ja, wollen tue ich meistens offscreen Training und sowas, aber naja, das ist ja jetzt nicht der Punkt. Ist jedenfalls nicht. Überraschung, Überraschung. So. Kämpfen. Mehr gibt's hier eh nicht zu sagen bei Temtem. Story ist nicht vorhanden. Oder völlig uninteressant zumindest. Was? Wenn ich jetzt noch wüsste, was Klinkheit macht. Ich dachte, Geschwindigkeit steigern. Dann würde ich auch verschieben, wieso es scheitert. Dann kann es der Shiny? Das sieht so. Eigentlich ist die Weiterentwicklung, ne? Gut, okay. Mach ich trotzdem doch mit deinem Angriff. Wäre jetzt so meine Empfehlung. Oh, komm, mach das hier. Flinkheit ist fehlgeschlagen, das ist ja merkwürdig. Wenn es eine typische geschwindigkeitssteigernde Sache wäre, sowas schickt doch nicht fehl, oder was? Merkwürdig. Peter! Ausbruch! Oh, er lebt und lebt und lebt auch noch, der Typ. Alter, das vier Leben und ein gutes Status, der Luali, so ist nicht. Oha, ganz schön Schaden gemacht gerade, obwohl kein selektiver Schaden war. Ist halt dennoch ein gutes Temtem, so von den Werten her, nur attackenmäßig nicht. Wobei es offenbar gerade nicht so auffällt, dass es keinen guten Attack hat, weil. Hat er ja trotzdem guten Bums. 21, ja, läuft. Kommt, einen haben wir noch, dann ist der auch weg am Fenster. Fokus, Fokus, wird wohl nicht dabei draufgehen. Nee, woher auch. Wird Zeit, dass Mini-Mutant sich mal entwickelt. Übrigens, mal sowas am Rande bemerkt. Ja, das kennen wir ja schon. ADC ist auch ein super Name. Tust mir voll leid, du. Du musst fast schon ein bisschen pausieren hier. Das ist ja nicht so schön. Psywelle haben wir noch. Eins tot kriegen auf jeden Fall. Ja, mach das nicht reicht. Ich habe den jetzt zum Glück noch. Und in der nächsten Runde muss ich wohl mein Temtem-Team tauschen. Denn ich weiß nicht, die beiden noch zwei Tage. Also er auf jeden Fall, aber. Ih, der hat der Gift, ganz vergessen. Hätte es auch ganz tot machen können dann im Nachhinein. Oder warte. Das war ein normaler Angriff, ne? Macht wahrscheinlich trotzdem mehr Schaden, weil das ist ja ein Viertel. Ich will gerade einen, nicht einen halb, ein Viertel. Dann ist ja auch weg vom Fenster. Da kann Mewtwo mal gucken, ob er eine Attacke überlebt. Hoffen wir es mal. Jetzt will ich keinen dritten reintauschen. Das tut vielleicht nicht. Wobei es wäre auch, ich hätte eigentlich Mewtwo raustauschen können. Dann Nestler dafür reinnehmen. Und dann Mewtwo wieder jetzt für das tote Dingens reinnehmen. Aber er überlebt noch ein bisschen, wie es aussieht. Es geht ganz gut. Naja, geht so. Geht ja nur Nestler hier tatsächlich. Der Rest ist, wobei jetzt auch anfällig gegen Gift zu, ist ja nicht. Und Kettles kann ich nicht machen. Dann bringe ich mal Mewtwo um, das ist ja schön. Das habe ich nicht so durchdacht. Aber wann mache ich das schon mal? Zumindest brauche ich jetzt doppelt davon, das ist natürlich auch nicht gut für ihn. Für ihn das Genick brechen. Oh, trotzdem schneller, krass. Müsste er aber überlebt das aber ziemlich gut noch. Okay. So, aber du bist erstmal ausgeschaltet. Ich kann gewittern. Und da ist er auch erledigt. Zack. Da passt das für mich. XP ist ein XP. Aber knapp hier, meine Güte. Tja. Würde Nestler ein paar starke Attacken mehr lernen. Aber auch das ist ja wieder mal nicht der Fall. Das ist so ärgerlich. Und so richtig geile TMs quasi. Oh, 1202 Geld. So richtige TMs oder Rudo-TMs gibt es ja in Temtem auch nicht. Geschweige denn, dass ich nicht weiß, wie man sie bekommt. Wahrscheinlich Nebenquests, aber. Da weiß ich nicht, was durch welche und ob es sich überhaupt lohnt, weil die meisten Nebenquests bisher haben mir einfach nichts gebracht und waren langweilig und doof, deswegen haben sie gar nicht erst gemacht, wisst ihr ja. Naja. Ja, weg da, ich muss da durch. Doom Train. Da ist jemand Final Fantasy 8 Spieler oder Fan. Finde ich gut. Flup, 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 flup.
Und weg. Nicht in die Pflanze. So. Hallo? Blödmann. So. Ih, ein Affe. Lala. Es wäre vielleicht sogar sinnvoller, wenn ich Mewtwo auf Platz 1 ziehe. Wenn der stirbt, kann ich das wieder austauschen, wie eben gerade. Und dann Kettenblitzen. Das ist vielleicht die sinnvollere Variante, als du bis jetzt gerade gehabt habe. Bam, 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 bam. Das ist generell immer das so trainierende Temtem oder das mit Priorität auf Platz 1 und nicht auf Platz 2. Das ist sowieso sinnvoll eigentlich. Rein vom Gefühl her schon. Aber General! Das reicht jetzt! Ich hätte dir niemals vergeben sollen, dass du mit der Dojo-Mariette von Sephiroth und Tukma nicht fertig geworden bist. Sir, bei allem Respekt, das ist nicht, was ich... Ich sag, das reicht. Es interessiert mich nicht, was du willst. Du hattest kein Problem damit, das Prestige und die erstklassigen Temtem anzunehmen. Aber jetzt hast du ein Problem mit deinen Pflichten. Das hier ist kein läppisches Dojo, das ist Clan Belsotto. Und du wirst dir Befehle befolgen. Ich... Du, was? Du bist eine Schande für den jetzt und den Clan. Ab in das Luftschiff mit dir und halt die Klappe. Dann stehe ich kurz bevor, dich hier mit einem tollen Schatz zurückzulassen. Es ist nicht mein, aber... Ich muss... Wo bin ich jetzt hergelaufen? Ich komme von links eigentlich. Ah, die andere Witzfigur. Sephiroth, mein alter Feind. Ins Luftschiff mit dir, Max. Nein. Wie bitte? Ich werde nicht eins zeigen, das ist nicht richtig. Über Kisi was zu herrschen ist eine Sache. Aber das geht einen Schritt zu weit. Jetzt schubst er ihn runter. Ein Schritt zu weit, sagst du? Jawohl, bei allem Respekt. Bei allem Respekt, Max. Lass mich dir zeigen, was ein Schritt zu weit wirklich bedeutet. Ha, Tod und Zerstörung. Ein Stern fliegt weniger. Xien? Wer ist denn Xien? Weißt du nicht, Max? Ja, er hatte recht. Ja und? Ist doch mal dein Freund oder was? Er hat nichts von einem geredet. Blablabla. Dass Professor wie auch immer dich immer mit Lob und Zudrücken behäuft hat, bla bla bla. Dass du ihm am Lehrlingsabend die Show gestohlen hast, dieser ganze Kindergartenkram. Genau. Jetzt tut er dir leid. Was für eine Freundschaft soll das denn sein? Wenn du nicht so ein Bulli gewesen wärst, was? Hätte er uns sich nie angeschlossen. Sich uns nicht angeschlossen. Vielleicht sollte er sich bei dir bedanken. Dafür kann er doch nichts, der arme Tote. Ihr seid euch so ähnlich. Ich kann auch keine Fehler eingestehen. Er ist immer jemand anderes schuld. Ja, ja, keine Ahnung, mehr darauf bestand hat, ihn zu rekrutieren. Und ich nicht. Nicht ich. Naja, geht nochmal gut. Schwäche ausgemerkt. Und jetzt werde ich meinen Augenblick Zeit nehmen. Wir haben noch grinst. Jemand, der ist gerade gestorben. Höchstwahrscheinlich. Also vielleicht, ich glaube es eigentlich nicht. Aber die Geste an sich war doch schon ganz schön hyper. Vor allem so theoretisch für so ein Spiel komplett unerwartet. Aber es wird überhaupt nicht irgendwie aufgearbeitet. So einfach nur, ja, ist halt passiert, was soll's. Ist merkwürdig umgesetzt. Ist ganz kurios. Vor allem grinst er dabei noch, obwohl es sein vielleicht Freund war. Naja, was auch immer. Das werde ich genießen, du nerviger Zivilist. Temtem, los! Mewtwo. General X. Y. Z. Uhuhu. Hey! Ja, ich habe ein gutes Team gerade. Links dürfte normal sein. Das heißt Beta. Rechts ist definitiv natürlich anfällig für Wasser. Oh, was? Ich sehe gerade deren Level. WTF. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das für ein Level? Was? Okay, geil. Wieso haben die Level 1000 und sowas? Wollt ihr mich... Ist das der Endkampf des aktuellen Spiels? Wie soll ich das denn schaffen? Jemals. Wollte mich total ver... Also, Kann mir jemand bitte erklären, wie das möglich sein soll? Nur mit Tricks und Dallerei. Oh, vor allem hat er gar keine Ausdauer verloren dabei. Ich weiß nicht, wie sowas funktionieren soll. Ich hätte Gift machen sollen. Gift ist bestimmt schlauer als... Und tschüss, Mewtwo. Gift ist garantiert schlauer als
Status-Schaden auf die als angreifen. Also Gifte mit prozentualen Schaden machen. Alter, gar keine Chance gegen so ein... Wie, was zum... Was denken sich die Entwickler dabei? Jetzt muss man ja auch verlieren an der Stelle. Wobei, ich meine, ich kann gewinnen. Ich muss mich tausendmal gegenheilen, so wie es aussieht. Ja, ich wünschte, du würdest rankommen mit deinem giftigen Titan. Ich bezweifle es sehr stark. Ja, heile ich ihn jetzt schon? Ist auch Quatsch eigentlich, ne? Aber ich habe viele Salben, so ist nicht. Aber ich habe schon viele Tote. Gut, der hält das aus. Er zieht Sare, er macht Schaden auf Sare. Natürlich nicht sehr viel, aber er macht Schaden. Ach, auf beide gleich, schön. Ah, die hält es einigermaßen aus, das ist natürlich nicht verkehrt. Ich habe fürchte keine Zeit zum Revitalisieren tatsächlich. Ich werde echt die Tinte anwenden. Ist egal, er muss ergiftet werden. Ich brauche diesen passiven... Oh, oh. Oh, bitte überlebt das. Oh. Zum Glück sind die Top-Level... In Pokémon wirst du sowas von tot gegen Level 80. Das Ding ist doppelt so hoch wie ich, verdammt. Oh, oh. Gut, auf den. Das heißt, gut ist es nicht, aber... Gut. Gift macht viel mehr Schaden als alle meine anderen Sachen. Das dürfte die Taktik sein, die ich benutzen muss. Die einfach Salben draufklatschen... Und vergiften. Oder verbrennen, je nachdem. Aber verbrennen schaffe ich, glaube ich, nicht noch nebenbei. Ich meine, ich könnte auch das hier versuchen. Ne, die machen beide auf normalen Angriff, ne? Das müsste eigentlich auch funktionieren. Also, der, ich bin ja einigermaßen immun gegen deren Attacken. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Autsch. Ja, okay, toll. Es sei denn, der greift an. Ich bin so gut wie tot. Mist. Gift ist auch zu Ende jetzt. Aha. Nein, nicht zuerst Nessler. Ich wollte selbst aussuchen. Oh, falscher Platz für Nessler. Ich hab nur noch Nessler? Ach, du Kacke. Das ist ja gut. Oh, hätte viel mehr heilen und. Aber wieder, das ist Level 80, das kann man gar nicht gewinnen. Tschüss, Nessler. Und immer noch hier keine. Weil er sich aus diesen Dingens macht, um weniger Ausdauer zu verbrauchen. Haha, daneben. Meinst du, geht's auch, wenn ich jetzt mich nur belebe immer wieder? Wir brauchen die Ausdauer, wenn sie mich angreifen und nehmen auch Schaden und so. Ja. Ja, es ist, ich weiß auch nicht, was ich machen soll hier. Ja. Im Prinzip sterbe ich ja bloß. Aber ich habe gerade nicht so viele Beleber. Ah. Ich meine, er könnte es vielleicht überleben, tatsächlich. Ich habe nur noch... Oh Mann, das, ich bin gleich weg vom Fenster. Ah, komm, nur mal ran hier. Ja, ja, schon klar. Au. Ah, ich lebe noch. Das heißt, er kann auch ran. Toll, das bringt mir also auch gar nichts, wenn ich überlebe. Oh Mann. Aber ich krieg zumindest einfach den Tod für ein paar XP. Nee, ich bekomme nicht mal XP. Stimmt. XP kann ich abschminken eigentlich jetzt für irgendwen. Oh, egal, nicht, dass sie wiederbeleben. Meine besten beiden sind hier meine Pflanzviecher, definitiv. Hey! Au. Bring mich bitte selber um damit, aber ich bezweifle, dass er, weil das hier hat, dass er jetzt viel Schaden an den Leben nimmt. Ach, hat nicht mal... Hat gar keinen Abzug bekommen? Er hat gar keinen Abzug bekommen, das ist ja super toll. Nochmal, lustigerweise das hier. Ja, bitte. Vielleicht überlege ich ja beide Attacken, wenn ich Glück habe, was wird das einmal mich tot. Ah! Und auch nicht. Ganz klar, ich darf nicht austauschen, das ist ja ärgerlich, du. Das ist ja schade. Hätte ich gern gemacht, ausgetauscht. Ja. Was Besseres als so eine. Oh, Tonium plus plus. Ich meine, das ist jetzt. Warte mal, Medizin.
Wäre natürlich das absolute übertriebene Dingens, weil ich wahrscheinlich sowieso nicht gewinnen kann den Kampf, weil wie auch, ich habe nicht genug Belieber mehr, es geht einfach nicht. Vollständig, hey. Boah, ich kann. Was soll's.